So, hallo, wir machen weiter bei Minerva. Judicium Tribunalis. Das ist das Falsche. Mit Sariel War aber auch ein schöner Hack. und mir. Das würde ich auch sagen als Ersteller. Du hast ihn auch gespielt, so schlecht kann er nicht gewesen sein. Na, das ist kein Argument. Man weiß ja, wenn man etwas spielt, vorher nicht, ob es gut ist oder nicht. Es sei denn, man spoilert sich ja, durch Aufnahmen, die man bei Spulk gesehen hat. Ja, dann. Hä? Läuft die einfach los, okay. Ja. Ach du Schande. Der Taschenrechner sagt, dass der blaue Cooper dein Freund ist. Oh, okay. Diesen komischen Glitch brauchen wir mal wieder. Oh no. Oh je. Das Level, das ich am häufigsten umbauen musste. Bisher wurde es von jedem Tester mindestens einmal gebreakt. Und ich darf es nicht mehr breaken. Naja, vielleicht findest du noch eine Möglichkeit. HF, Chosen und Third Wall haben den Hack bereits gespielt. Okay, der letzte sagt mir nichts. Du musst auch nicht jeden kennen. Die dritte Wand. Wieso nennt man sich dritte Wand? Naja, warum nennt man sich Connenkund? Das ist ein Name. Naja. Dritte Wand ist jetzt halt kein Name. Aber ein Unikat. Ja. Okay. Also, was ich tun kann, ich kann den hier runterscrollen. Korrekt. Dann löst er die Shell aus. Die Shell macht hier und jetzt kommt es darauf an, ob ich will, dass die runtergeht. Dann lasse ich die Blöcke hier offen. Wenn Du ich bist nicht. gerade in der Preview drin. Ich weiß, ich weiß. Verdammt. Da muss ich noch einen Yoshi einfügen über dem Fragezeichenblock. Ah, hier. Stimmt. Also Was ist hier? bei dem Block, der unter der roten Shell ist, da ist eine Multiple Coin Block, ist das. Aha. Schau mal nach links, ob da noch was ist, ob da noch was fehlt. Das andere links. Genau. Okay, da ist die Münze sogar angezeigt, das ist gut. Hier fehlt der Und Yoshi also. genau, richtig. Und ich glaube, Okay. rechts kommt ansonsten nichts mehr. Na gut, da ist auch noch ein Multiple-Coin-Block, das ist richtig. Ah. Da merkt man, dass ich das Level viermal umbauen durfte. Der Pilz geht aber nur los, wenn ich das Ei in den Screen bekomme. Ja, du hast ja, ich glaube, im vorletzten Part schon gesehen, wie du das Yoshi notfalls schlüpfen lassen kannst. Oh je, okay. Ja gut, dann probieren wir doch mal ein bisschen rum jetzt. Was ist mein Ziel eigentlich? Ich will hier. Ich will einfach das Ziel einsammeln. Oder muss ich erstmal hinkommen und dann muss gleichzeitig. Ja gut, aber das ist ja. Also das hier ist ja ganz klar, das läuft über den. Über den Typ da. Der läuft dann hier runter und dann schieße ich die Shell da hoch. So, das ist da. Das ist ein kleiner blauer Freund da. Das heißt auch, ich weiß jetzt schon, dass der Block leben muss am Ende. Der muss hier oben rüberlaufen können. Du kannst den Cooper auch anderweitig kinetische Energie nach links zuführen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Okay. Warum Eldad? Was ist was? Eldad ist auch ein Streamer. Der hat My Little Puzzles Ah, das heißt jetzt zweimal tatsächlich mal, ist gespielt. jetzt mal kein Hinweis auf das Level. Genau. Genauso wie Schofter, die ja im ersten Stimmt. Schloss genannt wurde. Das Ah, ist auch stopp! eine Streamerin, die My Little Puzzles 2 Safe State Less gespielt hat. Wo ist die jetzt hin? Die ist offscreen, natürlich. Wo denn sonst? Ja, aber ich wollte gucken, ob die hier.
Scheiße. Ja, die fährt da theoretisch rein. Gut, das wäre, was ich will. Auch dieses Runterscroll-Setup ist theoretisch konsistent, aber nur, wenn du direkt scrollst, wenn du das Level betrittst. Ah, ich sehe. Ja, ich habe ja gerade schon einmal unten gehabt. Das ist jetzt ja... Das sollte nicht das Problem sein. Dankeschön. Ja, gut. Glitscht die Shell? Das Dumme ist ja... Ich will das eigentlich gar nicht haben. So wie es jetzt ist. Warum nicht? Da war, weil jetzt kann da hinten ja das Yoshi... Oh. Jetzt kann da hinten ja das Yoshi nicht mehr schlüpfen. Ja, dumm gelaufen. Andererseits habe ich ja schon den Pilz. Was will ich da hinten noch? Die Frage ist, was ist mein Ziel? Also ich... Ah, der, tschüss. Das hast du in der Preview gesehen. Ja, das ist richtig. Also ich kann den einmal auslösen. Ich will... I see. Der, ach... Alter, was ist... Warum springe ich denn nicht mehr? So. Das ist Natur kaputt. Nee. Der... Der da. Der Block da. Ist praktisch wieder die Ergänzung zu dem da. Korrekt. Dann komme ich da mit einem Schwung durch. Das würde ich nicht sagen. Aber du entscheidest, wo du durch willst. Spiel halt einfach das Level. Ja, ich will da durch. Woanders komme ich doch gar nicht durch. Hier oben komme ich nicht. Was muss denn passieren, damit du durch den Block überhaupt durchkommst? Ja, muss halt zur Münze werden. Und wann wird er zur Münze? Ja, P-Switch. Und wenn ein P-Switch aktiv ist, gibt's da möglicherweise noch einen anderen Weg. Oh. Das nur mal als Hinweis meinerseits. Ja, man könnte auch oben rumgehen, wa? Möglicherweise. Aber dann wäre der ganze Quatsch da unten sinnlos. So interpretierst du das zumindest momentan. Also ich will, dass Yoshi nicht schlüpft, aber ich den Pilz bekomme. Das wäre doch mal ein Ansatz. Na, wir machen das gezielt, wir machen das nicht per Twined Error. Na bitte. So. Ist die Shell noch da? Wait, dann will ich den hier auslösen. So rum und der andere soll dann praktisch... Beim anderen will ich dann durchkommen. Und hier laufe ich einfach durch. Meine Idee gewesen. Okay. Jetzt muss ich den Pilz hier verlieren. Und jetzt muss ich in der P-Switch-Zeit das mit dem Yoshi hinbekommen. Korrekt. Das ist ja jetzt schon wieder Mist. Das ist gar nicht mal so schwierig, wie es aussieht. Wo löse ich den jetzt am blödsten mal aus? Ich würde empfehlen... Ja, nach unten zu springen. Ich muss den noch gar nicht auslösen. Ich komme ja so da runter. Ich würde aber vielleicht die Münze nicht einsammeln, denn sonst könnte es eng werden mit dem Yoshi. Welche Münze? Die du gerade eingesammelt hast, die da unten eigentlich als Plattform dient. Ah, die da. Ach, die da. Ja.
Auf die habe ich. Ja, genau. So. Ach so, man muss jetzt irgendwie. Wie war denn das vorhin? Wie hatte ich die Situation? Die On-Screen haben und dann quasi auf der anderen Seite vom Screen rumtänzeln. Jetzt hier ungefähr rumspielen. Gut rumgespielt. Wie gesagt, Yoshi sollte aber on-screen sein normalerweise. So in etwa. Gib mir den Pilz! Bin viel zu langsam. Ach nee, der ist ja wieder da. Lost. Ist ja gar du hast den T-Switch ja recycelt. Ist ja gar kein Problem dann. Stell dich halt nicht an. Vor allem, ich kann es halt einfach normal machen, ohne so komische Akrobatik. So. Das war dumm. Ich muss in der P-Switch-Seite den Koopa da oben durchschießen. Ja, aber dann haben wir das Level jetzt ja geschafft. Nein, ich muss wieder hoch. Dumm. Also so, so. Und jetzt wieder hoch. Jetzt ist das Level doch geschafft. Glaube ich. Wir werden sehen. Das war nicht ganz, was ich wollte. Reicht es? Okay, ich probiere es einfach gleich so aus. Aber ich glaube, dann haue ich ihn in die Lücke, wenn ich das so mache. Ah, nee, das ist wieder noch. Okay, na, dann kann er einmal hier rumlaufen. Ja, dann passt ja alles. Das war nicht, was ich wollte. Ich dachte, er landet... Mensch! So. Tschüssi. Warte, ich komm mit. Stopp. Okay. Okay. So. Jetzt. Genau berechnet hier. Jetzt sind wir Best Buddies. Noch nicht ganz. Nein, stopp. 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 Ah. Okay. Ah. Machen wir es so. Nein, Mann! Wohin gucke ich denn? Alter! Wohin gucke ich? Wenn man in den Abgrund hineinschaut, aus dem schaut der Abgrund irgendwann hinaus. Unfassbar. So. Ei, wohin? Das sind gerade wieder für eine Aktion. Ja, da würde ich sagen, typisch Conan. Ja, das war jetzt tatsächlich wieder dieses... Ich habe hier eh gestatet, dann kann ich auch einfach in den Abgrund laufen, Ding. Ah. Okay. Force. Dragon Force. Gutes Lied. So, egal. Let's go. Drachenlord, guter Kanal. Nee. Du Wahnsinniger. So. Haben die Schüler letztens erzählt, dem Drachenlord wäre ein Regal auf den Kopf gefallen. Da hab ich gesagt, was? Das hätte ich mitbekommen. Aber es war nicht der Drachenlord, es war der Commander Krieger. Dem ist tatsächlich mitten im Spiel, mitten bei Among Us, ist dem einfach eine Tür. Die kommt einfach von der Seite, kommt so ein Holzding und knallt ihm voll auf den Kopf. Das ist unglaublich. So, Shoppinglist. Richten. Fleisch, Gemüse, Eier, Sauerstoff. Okay. Eine Anleitung. Level 3 wird kompliziert.
Ja, aber das scheint mir eine Reihenfolge zu sein. Wofür steht Fleisch? Also Sauerstoff, dafür steht der Ballon. Fleisch ist Yoshi. Ich habe den Rest vergessen. Meat, ja genau, Eier. Meat, Fleisch, Vegetables, was ist Vegetables? Also was ist Gemüse? Hier ist kein Gemüse. Ah, ja, wahrscheinlich die Beeren. Die Beeren sind Gemüse. Meat, Gemüse. Sauerstoff. Es ist schwierig, eine 4-Punkt-Einkaufsliste einzuprägen. Nicht dumm? Was meinst du, das vierte? Nochmal. Ich werde schon mal nicht mit Colin einkaufen gehen. So viel steht fest. Ach, Sauerstoff ist nicht das dritte gewesen. Sauerstoff ist das vierte. Eier. Eier sind hier nicht. Oder willst du mir damit sagen, dass da ein Yoshi drin... Ja, da ist ein Yoshi drin, aber es sind ja keine Eier. Okay, ist egal. Wir spielen einfach mal den Hack. Den Hack spielst du doch sowieso schon. Das die Level. So. Ja, das ist klar, dass das nicht hingehauen hat. Jetzt ist hier drüben... ist auch ein Yoshi drin. Das ist Nummer 1. Das ist Fleisch. Das ist Fleisch. Jetzt wäre das nächste Vegetables. Also hier. Und jetzt kommt die Wolke. Aber... aber was will ich mit der... was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, hier reinzukommen. Dafür brauche ich einen P-Switch. Wir haben keinen P-Switch gesehen. Dafür brauche ich den Ballon. Um zum Ballon zu kommen? Nee, der Ballon muss zu mir. Wie kriege ich den da unten ausgelöst? Weil so kriege ich den ja nicht ausgelöst. Der wird ja immer nie treffen. Immer nie ist ein sehr schöner Ausdruck. Ja gut. Also Yoshi muss ich als erstes auslösen. Damit wäre das Fleisch abgehakt. Und jetzt brauche ich das hier. Also eigentlich brauche ich dieses Vegetables. Aber dann okay. Kommt die Wolke. So, aber... Raider Moment. Was passiert, wenn ich... das war nicht, was ich wollte. Wait a moment, die Shell ist doch trotzdem noch da. Komm nicht ran. Wenn du rankämest. Bitte? Was würdest du denn machen, wenn du rankämest? Kann ich mir den Schlüssel hier holen? Gut, das ist korrekt. Aber ich komme nicht ran. Von da hat sich das erledigt. Oh, Moment, ist das so ein Ding? Ich will jetzt nicht den Block da oben auslösen. Es gibt Yoshi in dem Level, das heißt, es ist irgendwas total Bescheuertes. Nee, ich erinnere mich da an was. Wenn du praktisch Yoshi killst, während er, also... Also... genau. Und wenn jetzt wieder ein Yoshi schlüpft... ist es dann nicht so, dass der jetzt... nee, aber der muss dieses Ei auslösen, dieses Ei... löst den Ballon aus, oder was? Das wäre ja komplett bekloppt.
2. Wird aber auch, es wäre aber noch nicht, ich komme ja noch nicht mal, ich habe noch nicht mal den Schlüssel. Es wäre alles zu bald. Ja, an den Schlüssel kämst du mit Ballon locker ran. Ja, aber ich brauche ja gleichzeitig den Ballon, um ins Schlüsselloch zu kommen. Warum? Brauche ich nicht. Du hast da rechts ein P-Switch. Ich habe den P-Switch vergessen, ja. Aber ich bin als Ballon klein. Richtig. Ich muss durch die Koopas da... durch die Spinies da durchkommen. Richtig. Ich komme durch die Spinies nicht durch. Probieren wir trotzdem jetzt erstmal, was ich alles gesagt habe. Ich habe es ja noch nicht mal geschafft, diese Sache mit dem Ei so durchzuführen, wie ich das gerne... Danke. Ja, genau. So, tschüss. Und jetzt schießt der als erstes ein Ei raus. Tut er nicht? Vielleicht gesehen, dass du eine Sekunde eingefroren warst. Oh, der ist nicht schnell genug gestorben. Tschüss. Da war's wieder. Ich würde dir empfehlen, auf die rechte Plattform zu springen. Das heißt, der schießt das Ei raus, auch wenn er da gerade am Sterben ist. Wie auf die... Ach so. Nicht ganz so hoch wie die linke und ergo, du landest später. Ah. Dieses Ei löst halt echt das Ding aus. Was zur Hölle? Why? SMW ist ein gutes Spiel. Und da, jetzt komme ich da halt noch nicht durch. Was ist dein letztes Problem? Das hat jetzt mit der Einkaufsliste aber nichts mehr zu tun. Das ist richtig. Aber du hattest ein ähnliches Problem auch schon mal in Jump Half. Dort musstest du nämlich mal eine Disco-Shell kaputt machen mit einem Ballon. Ich meine, ich könnte jetzt wieder diesen LR-Glitch machen und hier einfach da durchziehen, aber... Das ist übrigens kein echter Dirt, den du hier siehst. Ach, ich komme nicht durch. Ich habe mit einem Ballon eine Disco-Shell kaputt gemacht. Warum weiß ich? Weiß nicht, ob du das gemacht hast oder ob du irgendwie gebreakt hast, aber an sich... Warum weiß ich das? Hättest du das machen sollen. Warum weiß ich das denn schon wieder nicht mehr? Scheiße. Aber gut, das heißt, wir können auf jeden Fall bis zum Ballon spielen. Tschüss. Alternativ würde ich dir einfach mal empfehlen, den Aufbau des Levels zu betrachten. Das hat nicht hingehauen. Aufbau des Levels. Wie lang geht der Ballon eigentlich? Irgendwann geht er noch nach oben weg. Tendenziell an Höhe. Ah, der geht doch nicht nach oben weg. Okay. Dann kann ich den ja möglichst spät auslösen. Aber ich... Du kannst mal probieren, ob du dich durchglitschen kannst. Ah, dafür musste man irgendwas erstmal ein- oder ausstellen. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Ich kann es nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie... Da musste ich in Setsness irgendwas umstellen. Und zwar... Ich glaube, das da musste aus. Nee, es war schon richtig. Dann geht's nicht. Ja, das würde jetzt eigentlich passieren. Okay. Dann geht's, glaube ich, nicht. So, aber hilft jetzt bei meinem Problem nicht wirklich weiter. Ich nehme an, wenn der Ballon ausläuft, habe ich versaut.
Jetzt nämlich. Die Jumps unter das Level durchzujumpen, dann viel Erfolg. Muss jetzt nicht sein. Wenn ich jetzt Yoshi hier hätte. Ah ne, würde auch nichts helfen. Tschüss. Okay. Ist es... Ich fand schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich habe keine Ahnung mehr. Okay, Frage. Wie kannst du als kleiner Mario Spinies töten? Kaputt. Ah! Ja, verdammt. Warum vergesse ich sowas? Es ist doch so... Mann. Es ist doch so simpel. Eigentlich so offensichtlich. Gut. Dann ist hier auch das Limit dieses Parts erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.